So. Blub, die blieb, die blub, blub. Ja. Findest du das nicht seriös? Doch. Ja. Mehr Seriosität. Wollten wir uns nicht nochmal über Amazon Pantry unterhalten? Ja, wieso? Da gibt es Erneuerungen. Immer. Ich habe gesehen, du hast eine sehr, sehr, sehr große Schachtel bekommen. Ja, nicht nur eine. Nicht nur eine. Ja, ja, ich habe das jetzt mal genutzt, die Gelegenheit, und Pantry-Boxen bestellt. Wie viel? Wie was? Boxen? Mehr als eine. Ich glaube, wir in den letzten kurzer Zeit 3, glaube ich, hintereinander. Okay. Davon waren aber auch 2 waren, glaube ich, kleinere. Also die haben auch verschiedene, die haben schon verschiedene Formate. Also wenn man die nicht ganz, man muss sie ja nicht ganz füllen. Doch, man muss. Nein. Man muss. Man muss nicht. Also man ist nicht gezwungen. Man muss vielleicht moralisch die füllen, aber nicht dem armen Paketboten gegenüber. Die sind eher super sadistisch, die Kisten, weil da wirklich draufsteht, die Griffe, also fantastische Griffe sind im Inneren der Kiste angebracht, was die größte Beleidigung für jeden ist, der diese Kiste ohne Griffe schleppen muss. Das ist also unglaublich, unglaublich krass, das draußen drauf zu schreiben. Die Kisten sind wirklich ziemlich krass, also sind richtig stabile, ernsthafte Kisten. Und ja, je nachdem, was man da reinknallt, werden die schon schwer. Also ich meine, du kannst ja Getränke bestellen und ja. Kannst irgendwie, ja. Also wie war das, Entschuldigung, sag nochmal bitte das Konzept. Wie ist das Konzept? Nun, das Basiskonzept ist einfach, du hast diese Kiste und, also du musst Prime-Kunde sein und du hast diese Kiste, die es zu füllen gilt sozusagen oder nicht zu füllen gilt, aber du kannst sie halt bis zu einem gewissen Grad füllen und du hast halt Basissachen, die du mehr oder weniger auch im Supermarkt finden würdest, also so angefangen jetzt irgendwie Nudelpakete, ja. Tomatensoße. Dann hast du halt hier zum Beispiel ein Kilo Nudeln, füllt 5% von der Box und du kannst halt die Box auf 100% auffüllen und zahlst dann einmal das Porto von 5 oder so? Ja, im Moment ist lustigerweise Porto kostenlos. Okay. Das hat in meine Erwägung, mehrere von diesen Boxen zu bestellen, erheblich reingespielt. Geht, glaube ich, noch bis zum Ende des Monats oder so. Ist gerade so eine Aktion, um Pantry-Kiste noch mal ein bisschen anzuleiern. Ja, normal sind es 5 € pro Box. Also im Moment ist, glaube ich, du zahlst, wenn du unter 30 € bestellst, zahlst du, glaube ich, 2 oder 3 €. Und wenn du über 30 € bestellst, zahlst du im Moment, glaube ich, gar nichts. Es war irgendwie so eine Sonderaktion, steht auch irgendwo. Und ja, das heißt, du kannst also anfangen von solchen typischen abgepackten Lebensmitteln über bis hin zu Getränke, bis hin halt zu irgendwelchen Waschmittelkram, Babykram natürlich, so riesen Palette an Babykram, was sich anbietet aus dem Kontext auch. Ja. Und reicht sogar bis hin zu Bürozeug, glaube ich. Genau, Bürobedarf, also man kann irgendwie Druckerpapier oder sowas bestellen. Ja, okay. Also so ein Querschnitt, wenn du so willst, aus einem Supermarkt, größeren Supermarktangebot. Ich habe jetzt lange nicht reingeschaut, seit ich die Kiste bestellt, aber es sieht so aus, als wäre die Auswahl nochmal ein Stück gewachsen seit der Einführung. Es mag sein, also es scheinen schon Sachen dazugekommen zu sein in letzter Zeit, aber ich muss schon sagen, also man stößt schon sehr schnell an seine Grenzen. Also ich habe mir teilweise schon, es ist schon einiges da, es ist nicht so, als gäbe es jetzt gar nichts, aber ja, also einen ernsthaften Einkauf könnte ich sozusagen nicht damit machen, aber man kann sehr schön Sachen auffüllen, die man vielleicht sowieso braucht und die man halt keine Lust hat, die durch die Gegend zu schleppen. Du kannst zum Beispiel 12 Flaschen 1,5 Liter Cola oder so reinschmeißen. Ja, also ich meine, wenn du willst, also kannst du natürlich deine Getränkebestellung da machen und die bestrafen dich noch nicht mal dafür, dass du Getränke bestellst, wie sonst gang und gäbe es eigentlich. Zumal das ja oft, wenn du jetzt irgendwie im 4. Stock wohnst, irgendeine Altbauwohnung, ja, die schleppt dir jetzt irgendeiner diese Getränke-Monsterkiste hoch. Viel Spaß. Er brauche Hilfe, kommt dann der Ruf durch die Gegensprechanlage. Oder der lässt sich gleich links liegen, weil es ist schon ganz fertig. Also muss man echt sagen, weil ich weiß nicht, wie viel Getränke du in eine Kiste bekommst, weil
Also kann sich vorstellen, dass das extrem schwer wird. Naja, es gehen rein 4 mal 1,5 mal 3, 18 Kilo. Das ist knapp unter den 20 Kilo, was die Kiste wiegen das darf. Das ist wahrscheinlich, ja, das ist die 20 Kilo ist das ist ja das, ist das ein Monster. 20 Kilo ist ziemlich krass, ja, wenn du das Ding die Treppe hoch, 4 Stockwerke hochschleppen musst, ohne Tragegriffe, weil die ja innen sind. das ist schon ziemlich bitter, also... Ja, aber trotzdem, also das Basiskonzept ist nett. Jetzt dadurch, dass diese Aktion halt gerade ist, dass die Versandkosten auch noch wegfallen, ist es natürlich reizvoll, da einfach zu sagen, ja, bestell ich halt da. Bestell halt einfach Kram, den man früher oder später immer mal braucht. Ja. Sei es irgendwie Spülmaschinentabs oder irgendein banaler Kram, den du halt sonst im Supermarkt mitnehmen musst, wo du halt natürlich dran denken musst, oder halt Windeln, ja, Babykram. Also irgendwas, was halt sowieso immer brauchst, früher oder später, und was du sowieso kaufen musst, und wenn natürlich ein bisschen, dann stellst du halt irgendwie noch drei Flaschen O-Saft dazu oder so, dann hast du dir das Geschleppe schon gespart für den Kram. Und das heißt, es deckt, also es ist definitiv kein Ersatz für einen richtigen Einkauf, kann keinen ernsthaften Einkauf ersetzen, aber es kann so viel Nervsachen und so viel so Kleinkram, Haushaltskram, an dem man erstens denken muss und den man zweitens halt auch rumschleppen muss. Das finde ich, das kannst du durchaus abnehmen. Und wenn die halt kontinuierlich diese Palette, die den Bestand oder das Angebot natürlich ausbauen, wird sicher schrittweise interessanter, wenn halt die Abdeckung wirklich, sagen wir mal, einem Sortiment von einem kleineren Supermarkt entspricht und die Auswahl sozusagen wirklich da ist, dann ist das durchaus reizvoll und ist auch durchaus eine auf eine gewisse Weise eine Bedrohung auch für die Online-Shops von den Anbietern. Also ich meine, jetzt ist es ja sehr limitiert, weil Prime nur für Prime-Kunden und eben halt mit eventuell noch Versandkosten obendrauf und all der Kram. Also wie ist dir das Preisniveau vorgekommen im Vergleich zum Handel? Preisniveau fand ich gut, also nicht irgendwie überragend, aber also auf keinen Fall also die Sachen, die ich gesehen habe, waren alle einfach so wie im Supermarkt, ohne dass sie im Angebot wären. Also recht normale Preise jetzt. Man sieht hier so Gummibärchenpackung kostet irgendwie knapp 90 Cent. Das ist wahrscheinlich so auch der Normalpreis, den du im Supermarkt um die Ecke hast, wenn die nicht gerade im Angebot sind. Also die anderen Sachen, ich hatte keine Auffälligkeiten, wo ich gedacht habe, irgendwas wäre unverhältnismäßig teuer oder auffällig. Es gab irgendwie so eine Dose, irgendein eingelegter Fisch, da hat irgendwie die Dose 13 Euro gekostet, da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Und das war auch kein irgendwie edler Fisch oder so. Vielleicht war es einfach sehr viel. Eine wundersame Spezialität. Nee, das war so eine kleine, entweder das war irgendwie so eine 20-Kilo-Dose und ich habe irgendwie die Maßeinheit falsch gelesen. Aber da muss irgendwas falsch gewesen sein. Aber ansonsten ist mir nichts allzu Komisches aufgefallen. Alle anderen Sachen sahen dann normal aus. Spülmittel und Küchentücher und so, das war alles, was du im Supermarkt halt auch ausgeben würdest. Sind natürlich dann auch eher die klassischen, typischen Markensachen aus dem Bereich. Also sie haben halt jetzt, ich meine, das kann man sich ja auch leicht vorstellen, dass Amazon da früher oder später noch eine Eigenmarke reinquetscht. Ja, und dann halt Amazon Klopapier und Amazon Küchentücher und Amazon Spülmittel verkauft, so wie halt jeder Supermarkt ja inzwischen seine eigene Billigmarke halt. Ja, können Sie gleich sagen, hier Basics. Ja, ja. Ja eben. Ja, genau. Ja, weil es schreit einfach danach, das zu machen, früher oder später. Und dann die ganze Lieferinfrastruktur bauen sie sowieso schrittweise auf. Und für sich selbst, ja. Ja, es gibt auch so eine neue Bingo-App auf dem Apple TV. Das ist von Rewe, kannst du die Lebensmittelbestellung auf dem Fernseher machen jetzt. Bingo, weil die selbst dann irgendwie zusammen. Weil die dann irgendwas anderes liefern, ja. Achso, okay. Also Rewe ist lustig, weil Rewe habe ich auch ausprobiert. Die haben auch die App, die haben ja auch nochmal eine App gerade rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob die neu ist. Die App habe ich noch gar nicht groß ausprobiert. Also nur die online, ganz klassische über den Browser, Online-Bestellung. Und bei der ersten Bestellung ist tatsächlich, es wurde nichts ausgetauscht. Sehr gut. Und bei der zweiten? Bei der zweiten Bestellung weiß ich noch nicht. Die ist noch nicht angekommen. Die Überraschung kommt nächste Woche. Also die erste Bestellung ist gut über die Bühne gegangen. Ich hatte nichts zu bemängeln, muss ich sagen. Es war recht angenehm. Wie schnell ging das?
Du konntest recht flexibel festlegen. Es war so, dass die Versandkosten sich sehr stark variiert haben, je nachdem, zu welchem Termin man gewählt hat. Also je näher dran der Termin war und je mehr man Uhrzeiten gewählt hat, bei denen Leute typischerweise zu Hause sind, desto teurer war die Lieferung. Und je mehr man irgendwie, wenn du irgendwie 3-4 Tage später gewählt hast und irgendwie so 11 Uhr vormittags oder so 9 bis 12 Uhr vormittags oder sowas, dann war es irgendwie besonders billig. Oder ab einem gewissen Preis zahlst du, glaube ich, auch gar keine Versandkosten mehr. Also die haben auch irgendwelche Sachen, wo du um die Lieferkosten da, glaube ich, auch nochmal drumherum rangierst. Ja, die haben halt so einen ganzen Planer, wo du wirklich so ein Zeitfenster dir überlegen kannst, wann du das denn gern hättest. Und je nach gewählten Zeit, ach so, genau, je länger das Zeitfenster ist, desto weniger kostet es auch. Also wenn du irgendwie sagst, die soll irgendwie in diesen 2 Stunden kommen, dann kostet es irgendwie 4,90 €. Und wenn du sagst, nee, der soll halt irgendwie am Vormittag kommen, dann kostet es irgendwie 2,90 € jetzt so. Ja, das ist neu, glaube ich. Das hatte ich noch nicht, diese Auswahl. Ich hatte nur, die Auswahl, die ich hatte, war halt so erst in 7 Tagen. Ja, und dann aber auch sehr günstig und auch nicht so ein genaues Zeitfenster, glaube ich, vorauswählbar. Okay. Ich glaube, das ist schon neu. Ja. Weil das ist schon sehr spezifisch. Also ich meine, da siehst du ja schon morgen, du könntest jetzt noch bestellen für morgen Nachmittag die Lieferung oder halt für Dienstag, was auch absolut okay ist eigentlich. Und ja, also ich war mit, also da war alles super, es war auch nichts, war nichts vertauscht, nichts ausgetauscht. Ich hatte aber jetzt auch nicht irgendwie. Ja, gut, ich meine, wenn du halt echt irgendwie schon für die Zukunft deine Einkäufe planst. Ja, du kommst aus dem Urlaub zurück und willst dann irgendwie gleich. Ja, hast vollen Kühlschrank haben, das ist ja auch ist okay. Also ich meine, ich habe jetzt auch nichts besonders Kompliziertes bestellt, so was jetzt irgendwie Obst wäre oder sowas. Weißt du, wo du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie ausgetauscht wird, ist sicher höher, als wenn du Dosenfrüchte bestellst oder irgendwas Simples, was halt wahrscheinlich immer da ist. Aber sag mal, also Obst kannst du bestellen, theoretisch. Ja, also ich hatte den Eindruck, ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber ich hatte den Eindruck, bei den Rewe-Sachen habe ich mich nicht durch jede Kategorie gestöbert. Aber bei Rewe. Genau. Ja, das ist bei der Pantry-Kiste im Moment gar nicht dabei. Bei Rewe hast du quasi wirklich die komplette Palette, bis hin, glaube ich, auch zu Fleisch und allem Kram. Ja, also das ist schon sehr extrem, dass du echt sagen kannst, du kannst jetzt irgendwie Bananen in irgendwie wie Stück viel. Weise oder wie? Ja, das ist tatsächlich dreimal Bananen, ja, scheinbar. Mhm. Also das ist natürlich dann schon ein bisschen skurriler und da kann man sich schon vorstellen, dass da, wer weiß, wie versiert und penibel die da das Zeug auswählen. Also ob du das Obst dann, also ich meine, das, ja, das ist eine eigene Frage, wie sehr man Supermarkt Obst halt kaufen und essen und will, ohne das überhaupt dann auch noch angeschaut zu haben. Also das ist nochmal eine eigene Thematik. Davon unabhängig ist es wahrscheinlich hier, ja gut, da haben sie jetzt hier das, was halt im Schweinrind, ja gut, was halt im Kühlregal ist. Also ich meine, das kannst du natürlich dann da auch bestellen. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich weniger was passieren als beim Obst, weil ich meine, da beim Obst wird es sich wahrscheinlich anbieten, dass sie da das Kontingent halt entsprechend begrenzt ist. Und wenn du natürlich dann 3 Bananen bestellst und kriegst halt irgendwie 3 Birnen, ich weiß auch nicht, ob das dann jeden glücklich macht. Also ähnlich schlimm. Ja. Ja, oder so. Ja, also das ist deshalb, weiß ich nicht, wie weit das halt führt. Also wo es gibt sicher Produktkategorien, bei denen die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass du irgendwas anderes bekommst, als du eigentlich wolltest. Aber so das Basisding hat jetzt bei mir die erste halt gut funktioniert. Ich bin mal gespannt, ob die zweite auch gut funktioniert. Und auch das ist halt praktisch, weil ich meine, es kommt halt einfach rein und schleppt halt irgendwie 10 Tüten zu dir vor die Tür und du bezahlst und hast halt deinen Einkauf fertig und räumst halt. Hast du ja schon bezahlt, oder? Ja, nee, das war irgendwie ein bisschen komisch. Ach, bei Rewe, wir sprechen über Rewe. Ich bin immer noch bei Amazon gedacht. Pantry ist ja alles natürlich abgehakt. Okay. Bei dem Rewe-Ding kannst du auch, du kannst irgendwie bezahlen, aber irgendwas machst du mit dem nochmal irgendwie, also das wird erst nach der Lieferung wird, glaube ich, oder dein Zahlungsmittel wird erst nach der Lieferung belastet oder sowas. Weil du kannst dann, glaube ich, noch sagen, nee, dieser Apfel, den will ich halt nicht, nimm den wieder mit oder so. Ja, aber es gibt ja durchaus irgendwie Lebensmittel, die bemessen sich nach Gewicht. Und wenn du sagst, du willst halt irgendwie 1 Kilo von irgendwas und das halt irgendwie nicht abzumessen, sondern da kommen irgendwie 1,5 Kilo oder so, dann kostet das logischerweise mehr dann. Ja, sowas in der Art wahrscheinlich. Und du kannst dem ja auch, glaube ich, noch Pfand mitgeben und solche Sachen. Die haben dann auch, also Rewe hat natürlich auch, du kannst da auch Getränke bestellen. Die haben aber
relativ kompliziertes System, was du halt an Aufpreis dann zahlst, wenn du halt anfängst, da irgendwie 10 Kisten Bier zu bestellen oder sowas. Dann werden sie dir, ja, also werden sie dir schon irgendwas draufschlagen. Gut, ja. Gut, ja. Ja, also was ja auch nachvollziehbar ist, weil irgendeiner muss die halt durch die Gegend schleppen. 10 Kisten Bier. Ja, also ich meine, irgendwas, der Augustiner Helles. Das gab es bei mir überhaupt nicht. Für 13,99, das ist der Münchner, Rewe hier, weil bei mir gab es die nicht. Die Augustiner, vor allem nicht für 14 Euro, da würde ich mich gleich 10 Kästen bestellen. die kannst du hier, wenn du hier für die kannst du hier verkaufen, da kannst du noch Gewinn machen. 3 Bananen und 10 Kisten Helles. Ey, da kommt ja aber auch ein anderer noch mit nach Hause. Ja, das glaube ich bei der Bestellung auch. Aber das ist natürlich gut, weil das halt Augustiner bestellen kannst, dann musst du natürlich schon irgendwie in und um München sein. Also das wurde mir, Augustiner, ich bin sehr sicher, dass mir Augustiner nicht angeboten würde. Ich schaue gerade nochmal nach, aber naja. Ich war zutiefst enttäuscht, nämlich hatte gehofft, dass Getränke, also Getränkezuschlag ist ab der dritten Kiste ein Aufschlag von 1,50 pro Kiste. Aber drei Kisten kannst du so. Okay. Ab zwei Kisten kannst du dann so bestellen. Ne? Was schon ziemlich großzügig ist, wenn man so will. Weil auch die, ja, eben, muss ja irgendwie durch die Gegend schleppen. Ja, zwei Kisten gehen so. Hier Getränke. Jetzt bin ich entzürnt darüber. Ja, bei mir gibt es hier Original Oettinger. Ja, das ist doch super. Das hilft mir nicht weiter. Das gibt einfach keine Augustiner hier. Das ist einfach Schande. Vor allem für 13,99. Was zahlst du dann für einen Augustinerkasten? Also der Augustinerkasten kostet hier so je nach Getränkemarkt so zwischen 17 und 20 Euro. Oh. Ja. Ja. Ja, na gut. Das ist hier an der Tankstelle teilweise günstiger. Das ist definitiv an der Tankstelle bei euch günstiger. Ja, ja. Da gibt es keinen Zweifel. Oder Spezialtipp, die Tankstellen, die gleichzeitig ein Getränkemarkt sind und dann genau. Die Getränke zu Getränkemarktpreisen haben, aber trotzdem lang offen sind. Ja, das ist was gut. Hier wichtig ist. Das ist sehr gut. Nee, also keine Augustiner hier, ich bin total deprimiert. Mhm. Das hilft nichts. Ja, das ist natürlich skandalös. Ich würde mich direkt bei Rewe beschweren. Ja, du kannst. Naja. Aber Milch zählt auch als Getränkekiste, wenn du nur genug Milch kaufst. Ja, okay. 12 mal 1 Liter Milch. Ah ja, okay, die haben dann so Umrechnungsdinger, wenn du, genau, du kannst natürlich auch Saft und sowas bestellen, klar. Ja. Mhm. Ja, aber nett, ich meine, du hast da wirklich halt, da hast du halt tatsächlich auch im Unterschied zu dem Angebot von der Pantry-Kiste, du hast da praktisch wirklich, oder ich hatte den Eindruck, wirklich einen Bestand von einem Rewe, kompletten Rewe-Markt. Ob das jetzt irgendwie, also zumindest ein Großteil von dem, was du halt in einem größeren Rewe-Supermarkt halt auch finden würdest. Und das ist schon eine sehr große Palette, aus der du dann auswählen kannst. Also er hat mir gerade hier auch Abholung gezeigt, aber jetzt irgendwie komme ich da nicht mehr hin, dass ich wieder Abholung und wieso ist Augustiner unter Weißbierherrschaften? Das ist in dem Fall angreifenswert beim Hell. Aber irgendwie, er hatte eben auch, wie ich frisch hingekommen bin, mir angeboten, Abholung im Markt, aber ich weiß dann auch nicht, in welchem. Gibst du mal 82256 als Postleitzahl ein, dann hast du das auch wieder. Weil das haben nach wie vor nur wir im Hipster Fürstenfeldbruck. Da haben wir es. Abholservice Station auswählen. Ja, es gibt halt eine in Deutschland. Gibt den einen, sehr gut. Wie weit ist der weg? 17 Kilometer. Der ist von mir. Gibt's nur den einen? Nee, der ist nur der Münchner, oder? Ist nur der eine. Nee, das ist der erste in Deutschland. Echt? Ja. Das ist ja krass. Hallo, wir sind hier voll hip. Ja, das ist nicht schlecht. Kontrollieren wir nochmal hier das Wichtigste. Bier. Siehst du, da gibt's das nämlich nicht. Ja, natürlich nicht. Das ist skandalös. Was aber komisch ist, weil ich weiß, dass es im Markt gibt. Ja. Wahrscheinlich wollen die Fächer nicht mit Bierkisten voll machen. Ja, weil da geht halt eine Bierkiste rein und noch so irgendwie 3 Bananen. Ja, so wie hey, schon das bestellt. Ist genau meine Bestellung. Super. Genau das wollte ich. Ich frage mich natürlich, ja, ernsthaft, also da gehen wahrscheinlich 2 Kisten rein. Also die sind deutlich größer als so ein normales Packstationsfach, diese Kisten. Also gehen 2 Kisten rein. Aber es kommt tatsächlich so ein Verrückter und sagt, Alter, ich brauche morgen Abend um 23.35 Uhr brauche ich 8 Kisten. Da müssen die einfach 4 von diesen blöden Fächern zumachen. Und wie viele Fächer werden die haben? Vielleicht 25. Mhm. Und da kann ich das natürlich verstehen, dass die das vielleicht nicht wollen. Es gab vor ein paar Tagen so eine Meldung von, dass das so ein Konzept, was schon mal rumgegeistert ist, dass du dir so eine Packstation in deine Wohnungstür
unter deine Wohnungstür festklemmst. So ein Sack. Ja? Man nennt es auch so Nikolaus, oder was? Du kannst gleich deine Geschichte zu Ende erzählen, aber kurzer Einwand, als ich in München gewohnt habe, da hat der Postbote ganz schnell rausgefunden, dass ich immer zu Hause bin, habe ich bestimmt auch hier schon erzählt, und dann immer alles zu mir geschickt. Ja. Immer alles, der ist überhaupt nicht mehr irgendwo hochgelaufen. Mhm. Der hat immer direkt bei mir geklingelt. Und sei es halt der Flachbildfernseher halt für den 10. Stock, so hoch war es nicht, aber irgendwie 3. Stock oder so. Oder Briefe. Alles reingelegt bei mir. Mhm. Und mit dem Kommentar mal gegangen, oh, bald schrauben wir das Postzeichen draußen ans Haus. Super, da noch drauf. Fand ich super lustig immer, ja. Ich suche gerade die Meldung nochmal. Und zwar, die Idee war, habe ich schon mal gelesen, also du hast so ein Stahlkabel, was du unter deiner Wohnungstür durchführst, und dann hast du so einen Sack, der im Flur liegt. Und den ziehst du dann schnell weg, wenn er was? Das kann er ja okay. Vorne und hinten nicht. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ich hab das nicht geträumt, oder? Doch. Ich erinnere mich da aber auch an irgendwas. Stahlkabel. Wie gehst du denn aus deiner Tür dann raus? Du brauchst ja nicht mehr, du kriegst ja alles in diesen Sack. So, warte, ich hab's gleich. Timo geht nochmal in seinem Traumtagebuch nachschauen. Oh Mann. Es gab also, halt, ja. Pass auf. Das Ding, ich hab's ja schon mal unter einem anderen Namen gesehen, aber jetzt eben nochmal, du hast so ein Verriegelungsbolzen, den du unter deine Tür klemmst, dann kommt so ein Stahlkabel raus und in deinem Flur liegt so ein Sack. Und immer wenn du ein Paket erwartest, kriegst du eine SMS am Tag vorher, steht drin, morgen musst du deinen Sack aus der Tür rauslegen. Das kann alles nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Würde ich als Mitbewohner in so einem Haus oder so, wenn sie mal drauftreten, so einen blöden Sack. Und der Postbote hat halt irgendwie einen Schlüssel, um den Sack aufzumachen, tut das Paket rein und... Was für ein Quatsch. Mit dem Stahlteil unter der Tür. Das heißt Paket-Butler. Das kann nicht sein. Oh nein. Und das kannst du halt so zusammenfalten oder halt ausziehen und dann hast du hier so diesen Sack und der ist irgendwie diebstahlsicher und bla. Und das ist furchtbar. Und auch für Rückgabe, das andere System war, dass du so eine gelbe Postbox, weißt du, die gelben Transportboxen, dass du so ein Ding vor die Tür stellst und dann kommt das irgendwie mit einem Kabelbinder und bla. Und der Typ nimmt das dann auch irgendwie mit und irgendwie war dann, glaube ich, TNT oder sowas hat dann so ein System, dass du eben diese Bolzen unter der Tür und dann diese Box und dann hast du irgendwie Pfand auf diese Box und dann kannst du da ein Rückgabepaket irgendwie reinstecken und der Paketbote nimmt dann diese Box mit und lässt dir eine Leere da und jetzt ist halt dieser Paketbutler hier, das gibt's auch in der Paketbutler Pro für mein Paketbutler hier, Profibutler, genau. Oh. Das ist dann für so eine Mülltonne, die du vor die Tür stellen kannst. Ja, da kann der Nachbar nicht mehr drauf treten. Und ich wette mit dir, in der Praxis schleicht sie dann so ein, dass der Postbote keinen Bock hat, das aufzuschließen und stellt es immer so drauf. So, die mobile Outdoor-Box ist so ein kleiner Mülleimer und die große ist ja so wie für so Kies. Streu, wie Streukisten. Mhm. Ja, genau. Mann. Und wenn du andere Wünsche hast, bauen die dir bestimmt auch eine größere. Ja, klar. Ach Mann. Ja. Partner? Wer ist Partner? Hm? Wer? Die Telekom. Natürlich. Eieiei. Ich habe es nicht geträumt, das hat wirklich jemand. Ja, das ist erstaunlich. Aber der Bolz in der Tür und so weiter, das so. Ich fand das war schon sehr traumartig. Mhm. Und ist traumatisch auch. Ja. Na gut, ich mach mal zu. Danke sehr. Gute Nacht. Servus. Gute Nacht.